auf der Bahn 2. Bahn 2 ist Maisolle. Oh, nee, der tiefe Wattenscheid mit dem Startläufer Alexander Maisolle. Auf der Bahn 3 steht Carsten Heinze, der Startläufer für die LG Bad Salzuflen. Auf der Bahn 4 die Staffel der Startgemeinschaft Darmstadt-Funkstadt mit dem Startläufer Tim Nürnberger. Auf der Bahn 5 steht für die Startgemeinschaft Westerwald Markus Thiel. Und ganz außen sehen wir Max Henschel, Startläufer für die SV Werl-Rehl. Das ist der dritte 4x100 Meter Vorlauf der Union. Mit dem Speer schon. Mit dem Männerspeer nicht. Ja, ja. Ja, das ist ein bisschen Arbeit. Das ist ein bisschen Arbeit. Oder ein Robin hinüber, der deutsche Jugendmeister, und auch an dritter Position ein schneller Mann für die Wattenscheider, Jan Quade. Die wollen nichts anbrennen lassen, letztes Jahr Silber geholt bei den deutschen Juniorenmeisterschaften. Alvin Flohr läuft sicher zum Vorlaufsieg. Dahinter ist die Startgemeinschaft Darmstadt-Funkstadt. Oh, eine klasse Zeit für den Vorlauf. 40,34 Sekunden die Zeit für die Wattenscheider. Also